Die ukrainische Armee spricht von einer beispiellosen Welle an russischen Raketenangriffen auf ukrainische Städte. In der südlichen Hafenstadt Odessa soll dabei mindestens ein Mensch getötet worden sein. Auch die Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Donnerstag erneut mit Drohnen und Raketen angegriffen worden. Es ist der 9. Luftangriff auf Kiew seit Anfang Mai. Russland behauptet, bei den Angriffen ein von den USA geliefertes Patriot-Flugabwehrsystem beschädigt zu haben. Rauch über Kiew. Wieder einmal attackiert Russland zahlreiche ukrainische Städte. In der Hauptstadt selbst konnten laut der örtlichen Militärverwaltung alle Drohnen und Raketen erfasst und abgeschossen werden. Die herabfallenden Trümmerteile trafen allerdings zahlreiche zivile Gebäude, Brücken oder auch Garagen wie hier, nicht weit von einem Kindergarten entfernt. Es gab eine sehr starke Explosion, dann sah ich den Rauch und dann merkte ich, dass plötzlich Trümmer auf die Garagen fielen. Meine ist hier ganz in der Nähe. Überall kann ich die Raketentrümmer sehen. Derweil bleibt die Lage in der heftig umkämpften Stadt Bachmut im Osten des Landes unübersichtlich. Russland behauptet, die ganze Stadt weiter unter seiner Kontrolle zu halten. Das ukrainische Militär veröffentlichte dieses Video. Es soll ukrainische Truppen nahe Bachmut zeigen, die russische Einheiten angreifen. Eigenen Angaben zufolge rückt die ukrainische Armee immer weiter rund um Bachmut vor. Neue Satellitenbilder deuten das Ausmaß der Zerstörung der Stadt selbst an. Hier die Luftaufnahme eines Wohnviertels vor rund einem Jahr. Heute dagegen nur noch Ruinen. Bachmut vor einem Jahr, eine grüne Stadt, heute eher Geisterstadt. Berichte über mutmaßliche Sabotage kommen von der von Russland annektierten Krim. Laut russischen Angaben soll ein mit Getreide beladener Güterzug durch eine Explosion entgleist sein. Der von Moskau eingesetzte Statthalter der Halbinsel sprach von einem Einwirken von außen. Der russische Geheimdienst wird nach der Untersuchung seine Erkenntnisse zu den Gründen des Vorfalls mitteilen. Die Arbeiten zur Wiederherstellung des Personen- und Güterverkehrs sind im Gange. Für Russland ist der Schienenverkehr auf der Krim wichtig. Er gilt als wichtige Versorgungsroute für das russische Militär. Unser Korrespondent Matthias Böhlinger ist mir jetzt aus Kiew zugeschaltet. Matthias, Kiew wird seit Mai wieder verstärkt aus der Luft angegriffen und hat nach eigenen Angaben in der letzten Nacht die Angriffe abgewehrt. Wie ist es aktuell um die Luftverteidigung der Ukraine bestellt? Ja, das haben wir letzte Nacht so gegen 5 Uhr morgens gehört. Wir sind aufgewacht zu diesen Explosionen. Das 9. Mal in diesem Monat diese Angriffe mit Drohnen, mit ballistischen Raketen, mit Marschflugkörpern und so weiter. Die waren relativ konstant und relativ massiv. Aber die Luftabwehr ist inzwischen in der Lage, die alle abzufangen. Hier in der Hauptstadt, in anderen Teilen des Landes, ist die Luftabwehr nicht ganz so gut aufgestellt. Und das liegt vor allem an den Systemen, die der Westen seit letztem Herbst geliefert hat. Die IRIS-T aus Deutschland, die Patriots und NASAMS aus den USA beziehungsweise auch aus Norwegen, die NASAMS. Das macht einen riesen Unterschied. Wenn man sich erinnert, was hier los war im Oktober, als diese Angriffswellen gestartet haben auf die Energieinfrastruktur, was da alles zu Bruch gegangen ist, wie viele Menschen zu Schaden gekommen sind, wie viel auch hier in der Innenstadt niedergegangen ist von diesen Raketen. Und jetzt eben kommt gar nichts mehr durch. Und selbst die sogenannten Ultraschallraketen, diese Kinjal, die ballistisch sind und sehr schwer abzuschießen, 6 Stück davon, nicht in der vergangenen Nacht, sondern 2 Nächte davor, 6 Stück davon, sagt die Ukraine, habe sie abgeschossen. Das ist schon sehr beachtlich. Und das zeigt den Unterschied zwischen modernen Luftabwehrsystemen, wie sie jetzt geliefert wurden, und dem, was die Ukraine vorher hatte an sowjetischen Luftabwehrsystemen. Aktuell wird ja auch wieder über eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine gesprochen. F-16-Flugzeuge sind im Fokus dieser Diskussionen. Was für eine Rolle könnten sie für die Ukraine spielen?
Also auch Flugzeuge werden in der Luftabwehr eingesetzt. Flugzeuge können aufsteigen und Raketen eben versuchen abzuschießen am Himmel. Und natürlich sind Flugzeuge für diese klassischen Kämpfe zwischen Flugzeugen, also diese Luftschlachten, geeignet. Davon gibt es nicht so viele, weil die russischen Flugzeuge sich wegen der Luftabwehr nicht sehr weit auf ukrainisches Territorium vorwagen. Aber das Dritte ist, dass Flugzeuge eben bei Offensivoperationen eingesetzt werden, um zum Beispiel Stellungen zu bombardieren, die dann später die Bodentruppen einnehmen sollen. Dafür sind die wichtig. Und mit den F-16, das ist kein ganz neues Flugzeug, aber ein sehr flexibles. Das kann sowohl eben in der Luft kämpfen als auch bombardieren. Damit glaubt die Ukraine, hätte sie ein bisschen einen kleinen Vorsprung vor Russland, die mit ihren Mix sowjetischer und russischer Bauart vielleicht etwas weniger oder die F-16 seien, so glaubt man hier, den Mix überlegen. Aber es gibt auch noch einen ganz anderen, ganz praktischen Grund. Die Ukraine hatte zu Kriegsbeginn nicht sehr viele Flugzeuge, nur eine sehr kleine Luftwaffe, die war über die Jahre sehr stark verkleinert worden. Und trotz einiger Lieferungen aus Polen und so weiter ist es einfach auch eine Frage der Zahl verfügbarer Flugzeuge. Unser Korrespondent Matthias Böhlinger in Kiew, vielen Dank.